Denn der stille Aman lauert jeden Tag. Ich erinnere dich ganz kurz mit einer Geschichte. In Zeit von Banu Israel. Es gab mal einen König. Und wenn ich sage einen König, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Jemand, der alles besaß. Alles, was er sich gewünscht hat. Er wurde verwöhnt von morgens bis abends. Die besten Speisen, beste Getränke, beste Kleidung. Er wird bedient die ganze Zeit, mashallah. Eines Tages hat dieser Mann gedacht, dieser König gedacht, ich ziehe mir meine beste Kleidung an und hole meinen besten Pferd raus, um zu prahlen draußen, A'udhu Billah, vor den armen Menschen. Sein Reichtum machte ihn blind. Dann hat er gesagt zu den Dienern, holt mir die beste Seidenkleidung, die ich habe. Dann haben sie eins geholt. Er war unzufrieden damit. Dann haben sie ihn extra eins fertig gemacht, subhanallah, besser als das, was er gesehen hat. Und diesmal hat es ihm gefallen. Er hat sich angezogen und hat sie darum gebeten, dass sie ihn seinem besten Pferd bringen. Haben sie getan, war auch unzufrieden. Sie haben ihn an neu gekauft, der besser war. Dann steigt auf sein Pferd mitten in der Stadt, wo arme Menschen sind. Um ihn herum sind eine ganze Armee. Alle gehen um ihn herum, ängstlich. Sie haben Respekt vor ihm. Keiner darf reden. Alle müssen ihn bewundern, subhanallah. In diesem Moment kommt der Shaitan, aduallah, und haucht noch mehr Hochmut in seine Nase rein, so dass er sein Brust breiter geworden ist. Sein Kopf ist höher geworden. Er gibt ein bisschen an, a'udhu billah. Aber nur ein einziger Mann, ein alter Mann, kommt ihm entgegen und traut sich im Wege zu stehen. Dieser Mann sagt zu diesem König, kann ich mit dir kurz reden? Der König ist sauer geworden. Die Armee hat Angst vor ihm. Wie kann sich so ein alter Mann trauen, mit ihm so zu reden oder im Wege zu stehen? Dieser Mann kommt immer näher, der alte Mann kommt immer näher und packt sogar den Pferd von dem Zügel und zieht den Pferd zu sich und sagt, ich möchte mit dir reden. Der König hat befohlen, dass dieser Mann gefoltert wird. Der alte Mann sagt, bevor du das tust, erlaube mir dir etwas im Ohr zu sagen. Da sagt er, dann mach schon. Mit einem lauten Ton. Dann subhanallah, dieser alte Mann sagt ihm ganz leise im Ohr, weißt du nicht, wer ich bin? Sagt er, nein, wer bist du? Sagt er, ich bin der Engel des Todes. Denn damals die Menschen konnten den Engel des Todes sehen. Diese laute Stimme ist verloren gegangen. Dieser Hochmut ist verschwunden. Jetzt Angst, Zittern. Und dann sagt er, was willst du von mir? Mit einer leisen Stimme. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala hat mir befohlen, in diesem Moment deine Seele zu nehmen. Überraschung. Deswegen nennt man den Engel des Todes den stillen Amana. Er kommt plötzlich und unerwartet. Den Genusszerstörer. Der Mann sagt, bitte erlaube mir nach Hause zurückzugehen. Gib mir Zeit, um mich von meiner Familie zu verabschieden, Reue zu zeigen. Reue zu zeigen, Achi. Und wenn du nicht zurückkehrst, Wallahi, ich garantiere, dass du dasselbe sagen wirst, Achi. Aber der Engel des Todes ist auch ein Diener, der die Befehle ausführen muss. Denn die Befehle kommen vom Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Und wenn dein Todesfrist gekommen ist, Allah subhanahu wa ta'ala wird dies nicht hinauszögern, Achi. Niemals. Der sagt, lass mich zurückkehren. Alles wieder gut machen, dann kannst du meine Seele nehmen. Der Engel des Todes hört nicht auf seine Worte und nimmt seine Seele, so dass er wie ein Brett vor alle Menschen gefallen ist. Unachtsam, achtlos, blind. Im gleichen Tag, subhanallah, ein alter Mann ist unterwegs, um seine Angelegenheiten zu erledigen. Ein alter, armer Mann, im Gegenteil von diesem König. Der gleiche alte Mann, der zum König gegangen ist, geht zu diesem alten Mann und sagt, alter Mann, bleib stehen. Dann dieser alte, weise Mann sagt, subhanallah, wer bist du? Sagt, hast du mich nicht erkannt? Sagt, nein. Sagt, ich bin der Engel des Todes. Jetzt achtet auf die Antwort von diesem Mann. Und sucht ihr aus, oder sucht euch aus, ihr Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu welcher dieser Sorte ihr gehören wollt. Der alte Mann sagt, subhanallah, marhaban, marhaban. بغائب منتظر مرحبا مرحبا بغائب منتظر
Sag willkommen, willkommen. Ein Abwesender, der erwartet wird, sehnsüchtig erwartet wird. Ein Abwesender, der sehnsüchtig erwartet. Das sind Worte von jemandem, der sich freut über den Engel des Todes. Er freut sich über den Tod. Warum? Subhanallah al-Azim. Der Engel des Todes sagt, Allah hat mich geschickt, um deine Seele zu nehmen. Er freut sich zu gehen von dieser Dunya. Denn diese Dunya ist das Gefängnis von den Gläubigen, Achi. Du hast Gesetze, wonach du leben musst. Im Paradies kannst du machen, was du willst. Denn im Paradies das Einzige, was du tun musst, nur wünschen. Und Allah wird dir alles geben, was du willst. Der Engel des Todes sagt, Allah hat mir gesagt, du kannst deine Sache erledigen, dann nehme ich deine Seele. Sagt, nein, ich will meine Sache nicht mehr erledigen, denn meine Sehnsucht zu Allah ist groß geworden, ich halte es nicht mehr aus, ich will zu Allah. Jemand, der sehnt sich nach Allah. Warum? Weil er sich vorbereitet hat für das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt der Engel des Todes, Allah hat mir erlaubt, dir zu sagen, such dir aus, in welcher Stellung du sterben willst. Der Mann sagt, lass mich niederwerfen vor Allah, dann kannst du meine Seele nehmen. Dann dieser Mann werft sich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala, dann nahm der Engel des Todes seine Seele, subhanallah. O Allah, Allahu Akbar, wie sehr man diesen Tag, der kommen wird, aus den Augen verliert, obwohl er reeller ist, wie alles andere, was einen umgibt.